Laura, gestürzt auf der ersten Etappe, das ist mit Sicherheit nicht der Traumstart, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, oder? Nee, also bisher hält es sich noch in Grenzen. Es war jetzt halt schade, ist so auf der letzten Runde passiert, auch ziemlich weit vorne. Also wir waren eigentlich auch mit dem ganzen Team vorne, deswegen nochmal mehr schade darum. Aber ja, es sind noch mehrere Chancen, die jetzt kommen und bleiben trotzdem optimistisch. Wie ist dazu gekommen? Was passiert? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich bin auch auf den Kopf gefallen, aber ja, es wurde einfach eine Welle nach rechts gefahren und ich war halt leicht rechts versetzt. Und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Dann lag ich auf dem Boden und ja. Wie ist auf den Kopf gefallen, sind immer Alarmsignale. Wie geht ihr damit um mit dem Thema Kopf jetzt? Also was wird da gemacht als erstes? Ja, also jetzt erstmal wurden die ganzen Wunden gereinigt, auch am Oberschenkel. Und ja, dann mal schauen im Hotel, schaut der Arzt sich alles nochmal genau an. Und dann wissen wir mehr. Aber jetzt habe ich erst mal geduscht und will einfach nur zurück ins Hotel und ja, mal gucken, wie sich's dann entwickelt heute Abend. Da darfst du gleich hin. Noch eine Frage zum Rennverlauf und zum Gefühl, wie es hier war zu fahren. Also ich meine, alle haben riesen Vorfreude, du mit Sicherheit auch auf diese Tour de France Femme. Wie war es da letztendlich? Ja, es war ein unbeschreibliches Gefühl, vor allem als man dann auf der Zielgerade gefahren ist und auf einmal alle losgeschrien haben. Das war wirklich unglaublich. Also das hätte ich jetzt so auch gar nicht erwartet. Es hat mega Spaß gemacht und ja, hoffentlich wird es die nächsten Tage auch wieder so mit so richtig guter Stimmung. War es so hektisch, wie man sich das vorstellt von den Champs-Élysées? Ja, teilweise. Also in den Sprintwertungen war es wirklich sehr hektisch und auch sehr schnell. Es ging ja auch ganz leicht bergauf und das hat man dann trotzdem gemerkt, weil es eben wirklich schnell war teilweise im Rennen. Und ja, natürlich alle wollten vorne fahren, sich auch zeigen und so. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt heute. Dann erstmal gute Besserung, danke dir und hoffentlich bis morgen. Dankeschön.